Ja, hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir sind hier auf dem Kanal RazorData, auf meinem Zweitkanal. Für die Leute, ich glaube, es gibt unter euch tatsächlich Leute, die nicht wissen, dass ich auch einen Hauptkanal habe. Gerade Leute, die durch die Kampfzone dazugekommen sind, möchte ich ebenfalls ein Video machen, in dem ich über das Jahr 2021 gesprochen habe, was hier auf dem Kanal abgeht. Und es wird natürlich auch noch ein Video kommen, was so 2022 hier abgehen wird, wo ich natürlich auch so ein bisschen Feedback von euch brauche. Allerdings sprechen wir erstmal über 2021. Denn dieser Kanal hier läuft tatsächlich erst seit circa 4 Monaten, was sehr, sehr krass ist dafür, wie gut der Kanal mittlerweile bei euch ankommt. Damals vor 9 Monaten, wisst ihr ja, war das hier noch mein Razor Live-Kanal. Da habe ich die ganzen Sachen aus den Livestreams hochgeladen. Ich will in Zukunft wieder einen Live-Kanal machen. Aber ich bin froh, dass ich Razor Data mittlerweile zu einem Kanal entwickelt habe, der hauptsächlich aus Competitive besteht. Und ein bisschen, ja, also ich muss basically sagen, RazorData ist mittlerweile fast mein, also das, was mein Hauptkanal früher war, ist der Kanal geworden. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Dann haben wir direkt mit den ersten Formaten angefangen, vor 4 Monaten. Das Ganze hier fing an mit dem UPP, denn ich war ja Teil des UPPs. Man muss dazu wieder sagen, das war während der Zeit, als Pokémon Unite rauskam. Und einige von euch wissen ja, dass ich sehr Pokémon Unite-süchtig war am Anfang. Und ich habe dem natürlich sehr früh zugesagt, der ganzen Liga. Und dementsprechend war meine Motivation dafür auch nicht so ganz so riesig. Leider. Und da habe ich echt reingeschissen. Aber ich bin so froh, dass ich an dieser Liga teilgenommen habe. Weil diese Liga war für mich der Beweggrund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache mir einen Zweitkanal auf. Und auf dem Zweitkanal möchte ich alle Sachen rund um Pokémon, Competitive etc. bringen. Ja, dann habe ich auch direkt gesagt, yo, wir fangen an mit Showdown. Ich habe angefangen, hier Showdown zu machen. Wir haben sehr viel Uber-Showdown gespielt, hat super viel Spaß gemacht. Ich will auf jeden Fall auch wieder so eine Serie machen, wie wir das damals bei Uber-Showdown gemacht haben. Das war echt cool, das hat super, super Bock gemacht. Und allgemein dieser ganze, wie gesagt, Competitive-Content, der auf Razor leider zu kurz kam, wird einfach hier ausgelebt und das feiere ich wirklich, wirklich sehr. Dann natürlich neben Versuchen in Form von TCG, was nicht ganz so gut bei euch ankam, habe ich natürlich auch Shiny Hunt Reactions hochgeladen. Da haben wir ja tatsächlich sehr viele Shiny Hunt Reactions in ein Video gepackt. Dort haben wir natürlich zuerst dieses Video mit dem Zubat und Schnepp und so weiter gehabt und wir hatten so viele Shinies gefangen, dass wir dort einfach teilweise 19, 15 Shiny Hunt Reactions in einem einzigen Video hatten. Das war richtig, richtig cool. Ich habe auch vor demnächst wieder richtig viel zu Shiny Hunten und dann wieder solche Compilations zu machen, so große Compilations. Das war sehr cool. Und da habe ich auf jeden Fall vor, in Zukunft nochmal ein bisschen was zu machen. Und natürlich parallel habe ich mich auch schon bei dem Yu-Yu-Turnier angemeldet von, beziehungsweise, ja, ich habe mich angemeldet von dem guten, also von Flocky, von Blocky und von Nesflo. Habe mich angemeldet, bin ich leider nur Dritter geworden, war aber trotzdem eine coole Competitive-Erfahrung, mal wieder so turniermäßig zu zocken und relativ gut abzuschneiden. War ebenfalls etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit versuchen möchte, wieder mehr, ja, dorthin zu arbeiten. Dann haben wir natürlich auch unsere Rangkampf-Session gestartet, wo wir verschiedenste Sachen ausprobiert haben. Auch da muss ich natürlich schauen, wie wir das in Zukunft machen. Wie gesagt, mittlerweile war ich ja jetzt nicht mehr so krass bei Schwert und Schild drin, nicht mehr sehr viel Schwert und Schild gezockt, aber das wird sich natürlich auch im nächsten Jahr wieder ein bisschen ändern. Aber wir bekommen natürlich auch Legends Arceus. Da wird hier auf dem Kanal auch einiges abgehen. Habe ich mir auch schon coole Sachen überlegt. Aber Rangkampf, wie gesagt, erstmal war ein cooles Projekt. Und kann ich noch nicht sagen, dass es safe wiederkommt, aber hätte ich auf jeden Fall Bock, wieder einige Sachen auszuprobieren. Ich glaube auch, dass hier auch einige Leute von euch sind, die sich auch unter anderem fürs VGC interessieren würden, wenn ich da mal mehr reingehe. Muss ich aber erstmal schauen. Und dann eine kleine nennenswerte Sache, und zwar habe ich ja ein Video zu Zora gemacht, dass Zora ja der letzte Smash Bros. DLC-Charakter wird und der ist es tatsächlich geworden. Ist jetzt kein krasses Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich Smash Bros. Hier zukünftig auf meinem Kanal hochladen möchte. Aber ich fand es einfach so witzig, dass ich wirklich ein Video dazu gemacht habe, das einzige Smash Bros. Review auf diesem Kanal, abseits von Reaction, dass Zora tatsächlich rausgekommen ist und ich dort Zora richtig predicted habe, durch die ganzen Anzeichen und so weiter, durch diese ganzen Leaks und so, habe ich aber, fand ich sehr, sehr witzig, fand ich sehr, sehr funny und wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen beim Jahresrückblick. Dann habe ich natürlich auch beim PokéTuber OU-Turnier mitgemacht, was sehr, 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 sehr cool war, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich tatsächlich leider sagen. Sind wir Vierter geworden. Ich habe nie den bespielten Platz 3 Kampf gegen Present gemacht tatsächlich, ne? Ja, wir haben es immer irgendwie vor uns hingeschoben, bis es dann irgendwann vergessen wurde. Sind wir quasi Dritter/Vierter geworden. Aber man muss tatsächlich sagen, ich habe eine richtig gute Runde gegen Mytube hingelegt und gegen Belly. Würde ich mich einfach mal spontan aus dem Fenster lehnen und sagen, wäre da weniger Hacks passiert, dann hätte ich dieses Match wahrscheinlich auch gewonnen. Dann wäre ich wahrscheinlich im Finale gewesen. Belly hat dann schlussendlich gegen Elias gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich gegen Elias gewonnen hätte, aber ich sage, es waren auf jeden Fall gute Chancen da, dass wir das Turnier gewinnen konnten. Aber wie gesagt, zukünftig möchte ich halt auch mehr bei solchen Sachen mitmachen, um halt auch einfach mehr hoch
kompetitives Gameplay euch zeigen zu können. Da hätte ich auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Ich habe 3 Kanäle am Laufen gehabt, unter anderem diesen Kanal, also auch Razer Unite, also auch normal Razer. Und ich habe auf jeden Fall Urlaub gebraucht. Ich habe mir Urlaub genommen. Urlaub war sehr, sehr cool. Zukunft ist immer noch alles ein bisschen schwammig. Es ist immer noch super anstrengend, 3 Kanäle zu führen. Ich bin selber überrascht davon. Ich glaube, könnt ihr selber wahrscheinlich nachvollziehen, weil ich nicht so häufig krass Sachen durchziehe, dass ich selber überrascht bin, wie aktiv ich diese 3 Kanäle tatsächlich halte. Ich glaube, da kann ich mir auch mal auf die Schulter klopfen. Und bin ich tatsächlich sehr, sehr happy drüber. Aber ich spreche natürlich auch in einem 2022er-Video nochmal drüber. Und ich weiß, ihr werdet das in nächster Zeit sehr, sehr häufig hören. Ich habe mir ein Team aufgebaut, Team Razer, wo mir Leute unter die Arme greifen wollen, mir helfen wollen. Und das kann mir in der Zukunft schon super, super, super viel Last wegnehmen. Und das bedeutet natürlich auch teilweise geileren Content für euch. Und da freue ich mich schon wirklich, wirklich sehr drauf. Und natürlich kam dann auch mein relativ erfolgreiches Video, dass ich mit Pokémon Draft League aufhöre. Denn aktuell war meine Motivation dafür eher so komplett null. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, vielleicht so 10% oder so wieder Bock auf eine Draftliga. Ich denke, dass ich da nichts überstürzen sollte und weiterhin, solange ich die Pause brauche, sie mir auch nehmen sollte. Mal abseits dessen, dass aktuell eine Liga in fast keinem Spiel einen Sinn machen würde. Also strahlende Diamant und leuchtende Perle. Relativ kompliziert, das umzusetzen, ist möglich. Aber relativ kompliziert, deswegen weiß ich noch nicht. Und Schwert und Schild hätte ich wahrscheinlich sowieso keinen Bock. Wenn ich tatsächlich schon auf eine Liga Bock hätte, dann wahrscheinlich am ehesten Old-Gen-Liga, also X und Y oder Oras oder so. Wurde ich auch zu einem eingeladen, habe ich aber trotzdem erstmal Nein gesagt. Muss ich einfach mal schauen, wie ich da zukünftig Bock drauf habe. Und will mir da aber, wie gesagt, gar nicht den Kopf zerbrechen und mich erst recht nicht auf irgendwas einlassen, wo ich halt wahrscheinlich eh keinen Bock drauf habe. Und natürlich kam schon vor fast 2 Monaten die Ankündigung zur Cardlock. Die Sache ist die, ich wollte unbedingt dieses Format mit euch teilen, was ich mir ausgedacht habe. Ihr habt super Bock drauf, ich habe da auch super Bock drauf und wir werden das auch auf jeden Fall angehen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir jetzt erstmal abwarten. Strahlende Diamant, leuchtende Perle war jetzt, wird wahrscheinlich auch noch laufen, bis Legends Arceus fertig ist. Und wenn wir mit Legends Arceus durch sind, das hat ja sowieso, das ist ein Game zum Durchspielen und dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Legends Arceus, dann wird wahrscheinlich noch ein bisschen so Afterstory gegrindet oder so, aber da ist ja nicht groß irgendwas mit Competitive oder so, vielleicht auch ein bisschen Shiny Hand oder so, aber das werden wir dann noch durchzocken und dann können wir uns auf Twitch auch der Cardlock widmen, da habe ich schon ultra Bock drauf. Ich würde das jetzt in der Theorie wahrscheinlich mal so für Februar, März oder so ansiedeln, dass wir das dort wahrscheinlich starten, im Stream natürlich und dann bekommt ihr coole Parts hier auf YouTube auf dem Kanal, da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf, aber nur, damit ihr dort auch nochmal, vielleicht fragen sich einige Leute von euch, yo, wie schaut es denn aus mit der Cardlock, der hast du mal hier auf dem Kanal vor fast 2 Monaten angekündigt, damit ihr da auch mal wieder up to date seid, dass das natürlich nicht in Vergessenheit geraten ist und da habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Und dann kam natürlich schon Strahlender Diamant und leuchtende Perle raus und das hat diesem Kanal jetzt sehr, sehr gut getan, denn einmal haben wir das Let's Play hochgeladen, dicker Kuss, mal wieder geht raus an Moritz, der mich dort damals sehr unterstützt hat bei den Let's Play Parts. Er hat die so ein bisschen für euch zusammengeschnippelt. Ultra nice, ultra cool. Wir haben ein richtig kompaktes Let's Play mit 9 Parts. Der 9. Part schon fast 20.000 Aufrufe, beliebtestes Video auf dem Kanal. Ultra sick, ultra cool. Und natürlich kam mit Strahlenden Diamant und leuchtende Perle auch neue Formate dazu. Erstmal natürlich hatten wir so ein paar Shiny Reactions. Unter anderem die 17 Shiny Volt. Die lagen wahrscheinlich einem meiner Lieblingsvideos hier auf diesem Kanal tatsächlich. Muss ich tatsächlich gestehen. Bin ich riesen Fan von. Richtig, richtig cool, dass so etwas passiert ist. Aber natürlich haben wir auch die strahlende Diamant und leuchtende Perle Wi-Fi Battles hier gestartet, wo ich auch auf jeden Fall zukünftig noch Bock habe, dass wir dort ein paar, ja, zocken. Ich glaube, wir haben mittlerweile irgendwie so 6 Stück oder so. 5 Stück haben wir. 5 Stück? 5 Stück haben wir. 5 Wi-Fi Battles haben wir hier. Einen habe ich ja noch auf dem Hauptkanal hochgeladen, damit ich das Ganze so ein bisschen verknüpfen konnte. Habe ich zukünftig auf jeden Fall auch noch Bock. Aber man muss natürlich sagen, das aktuell gehypteste Projekt auf diesem Kanal, was mir auch tatsächlich am meisten Spaß mitbringt, ist die Kampfzone. Dort kann ich euch auch jetzt schon sagen, wir werden diese Woche, also Ende dieser Woche, werden wir den letzten Kampfzonen-Part für Kanto machen. Entweder wird dann die Kanto-Kampfzone geschafft oder nicht. Wir werden es herausfinden. Und ja, da bin ich auf jeden Fall ultra hyped drauf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann starten wir natürlich mit einer neuen Kampfzone. Ich weiß noch nicht, ob ich mit Yoto starte oder ob ich erstmal Sanders machen möchte. Wie gesagt, da sind mir natürlich meine Kreativität freien Lauf gesetzt. Aber ich habe da auf jeden Fall super Bock drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls drauf, dass wir mit der Kampfzone natürlich auch demnächst in die zweite Staffel gehen.
Und ja, ich glaube, das wird tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und dann sind wir natürlich auch schon am Ende von 2021 angelangt. Wie gesagt, wir haben in 4 Monaten auf diesem Kanal hier super, super viel erlebt. Ich bin super happy darüber, wie sich der Kanal entwickelt hat, welche Formate wir hier mittlerweile haben. Ich freue mich schon super krass auf 2022, aber dort bekommt ihr, wie gesagt, nochmal ein extra Video dazu, wo wir über das kommende Jahr sprechen. Danke an alle, die mich hier supportet haben auf diesem Kanal, die mit auf den Zweitkanal gekommen sind, die vielleicht nur meinen Zweitkanal kennen, gar nicht meinen Hauptkanal oder die vielleicht sich gar nicht mehr für den Hauptkanal interessieren, sondern nur für den Zweitkanal. Ich danke euch für euren Support. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der mich hier unterstützt auf diesem Kanal. Finde ich super cool, macht super viel Spaß, hier mit den Leuten einfach wirklich casual und competitive Pokémon vereint zu kombinieren. Einfach eine coole Zeit zu haben. Deswegen, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr mich hier unterstützt. Und ich freue mich schon auf 2022 mit der coolen Community, die wir hier mittlerweile ebenfalls schon aufgebaut haben. Ich küsse eure Herzen. Danke, dass ihr mit mir diese Reise gegangen seid. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr 2021 mit mir hier auf diesem Kanal fandet. Und natürlich auch, ob ihr euch schon auf 2022 freut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wertung da. Lasst gerne ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.